Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jupiter Orakel in der Zeitraum von 5. bis 11. Juli 2018. 5. Juli ist Donnerstag. Und Donnerstag ist ein Jupitertag. Jupiter ist in griechischer Mythologie nichts anderes als Zeus, der Himmelsgott, und sitzt ganz oben in Olymp. Jupiter oder Zeus hat eine Ehefrau Hera, aber nicht nur Hera hat Zeus, sondern auch noch zahlreiche Frauen, weil Zeus liebte schöne Frauen. Jupiter bedeutet das große Glück, bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten in unserem Leben, vergrößert auch etwas. Jupiter ist auch der größte Planet in unserem Sonnensystem. Jupiter vertritt auch Weisheit und Gerechtigkeit. Die göttliche Gerechtigkeit. In spirituellen Astrologie bedeutet Jupiter das innere Sonne, weil bildet sich ein Sonnensystem innerhalb von unserem Sonnensystem. In westlichen Astrologie bewegt sich Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich habe schon erwähnt, dass ich tendiere immer mehr nach indischen Astrologie, weil das steht mir näher. Ich finde die Berechnung von indischen Astrologen viel präziser als in unserer westlichen Astrologie. Nach indischen Astrologie bewegt sich Jupiter in Tierkreiszeichen Waage und in einem Bereich, was wir Mondhäuser nennen. Und dieses Mondhaus, wo sich Jupiter gerade in Tierkreiszeichen Waage bewegt, heißt Swati. Und diese Swati bedeutet übersetzt Schwert. Und auf diesem Mondhaus wirkt ein Sternbild, das Kreuz des Südens. Und in diesem Kreuz des Südens befindet sich die Südpol. Und hat einen Einfluss auf diese Bewegung, in dieser Jupiter-Bewegung. Und das sind Themen, was religiösen Themen oder spirituellen Themen bedeutet. Aber bedeutet auch, dieses Schwert etwas abschneiden. Was sollen wir mit diesem Schwert abschneiden? Wie vermittelt das die indische Astrologie? Natürlich Gefühlen wie Zweifel, Schuldgefühl, Angst davon zu befreien. Aber die indischen Astrologen beschreiben, man sollte die Unwissenheit abschneiden mit diesem Schwert, das Durchtrennen. Diesen Tag, wo sich gerade, wenn Mond in diesem Mondhaus sich bewegt, natürlich, das sind die Tagesereignisse, Jupiter ist langsamer, also hier geht es nicht um Tagesereignisse, sondern hier geht es um Prozesse durch diese langsame Bewegung. Dieser Jupiter-Einfluss löst bei uns etwas aus und das ist die Orientierung, religiös, aber auch spirituell, konzentriert zu sein, Kontakte, Freundschaften aufbauen, Beziehungen aufbauen und eignet sich diese Zeit etwas Neues lernen oder für eine Ausbildung. Jupiter ist gerade rückläufig, was bedeuten kann, dass dieses Glück noch gebremst ist oder eine rechtliche Lage geht nicht voran, bedeutet aber die Rückläufigkeit auch Vergangenheit. Themen kommen wieder hoch oder eine Person meldet sich wieder von Vergangenheit. Am 11. Juli 2018 wird Jupiter im Stillstand. Jupiter bleibt am 11. Juli stehen und dann dreht sich um und ab 12. Juli wird wieder
direktläufig. Dann geht alles voran. Nach westlicher Astrologie würden wir sagen, dass bei Skorpion geborenen geht alles voran. Nach indischer Astrologie muss ich sagen, bei Wagen geborenen geht alles voran. Aber wir betrachten das als Grenzbereich und so möchte ich das auch vermitteln. Das wirkt auf den Waagegeborenen und auch für die Skorpiongeborenen. Und jetzt schauen wir die Legung an. Wo haben wir gerade Glück? Oder wo bekommen wir unsere Rechte? Oder wo haben wir die Chancen, Möglichkeiten? Die wichtige Thema zeigt hier in die Mitte diese Karte. Wenn wir Sicherheit, Stabilität wünschen, dann sollen wir mal für einen Moment stehen bleiben und alles geschehen lassen. Das kommt alles im Fluss. Wir brauchen dieses Vertrauen. Vertrauen, dass alles in Bewegung kommt. Astrologisch kann ich das auch so beschreiben. Nach westlicher Astrologie steht Jupiter in Verbindung zu Sonne und auch zu Neptun. Eine wunderbare Verbindung. Die drei Tierkreiszeichen, die sich verbindet, das ist die Tierkreiszeichen Krebs, die Tierkreiszeichen Fischen und die Tierkreiszeichen Skorpion. Alle drei gehören zum Wasserelement und das sagt aus. Das kommt alles im Fluss und genau so beschreibt diese Karte auch. In Vertrauen bleiben, das kommt in Bewegung und wir sollen geduldig sein, alles geschehen lassen. Welche Gespräche sind wichtig in einer rechtlichen Lage? Wo bekommen wir unsere Rechte? Oder was löst ein Gespräch aus? Haben wir damit Glück oder eher bremst uns die Kommunikation? Das ist die Studium. Das kann natürlich bedeuten, dass wir gerade Chancen, Möglichkeiten haben, etwas Neues lernen. Entweder etwas studieren oder eine neue Ausbildung. Kann auch bedeuten, dass wir ein wertvolles Buch finden und dadurch lernen wir etwas Neues. Das kann auch bedeuten, dass Schule des Lebens und durch die Kontakte, Kommunikation kommen wir zu diesen Gesprächen. Das kann auch ein Vertrag sein, dass wir einen Vertrag unterschreiben in die Tagen, eine neue Ausbildung. In die Liebe Partnerschaft, welche Chancen haben wir in die Liebe Partnerschaft? In die Liebe Partnerschaft, besonders die Damen trifft diese Karte, sollen geduldig sein und abwarten, genauso wie dieses Bild auch zeigt. Es nähert sich etwas, das trifft ein in die Tage und wir sollen die inneren Ruhe, inneren Harmonie bleiben, weil das ist die Empfängnis, der Mann kommt. Wo sollen wir unsere Kraft einsetzen? Wo bekommen wir unsere Rechte? Wo liegen die Chancen, Möglichkeiten? Das ist eher das Abwarten. Eher passiv verhalten und es geschieht vieles, weil hier erscheint die Feuerelement und die Feuerelement ist aktiv. Auch wenn wir nichts tun, wird vieles passieren. Beide Karten haben Ähnlichkeit, sogar diese Empfängnis auch. Vertrauen, abwarten, geduldig zu sein, es kommt alles von alleine geschehen lassen. Jetzt schauen wir an die Chancen. Was passiert konkret? Das werden wir erfahren und das sagt unserem inneren Stimme, unserem Gefühl. Das heißt, wir haben in einer bestimmten Situation, das kann die berufliche Situation sein oder die Liebe, Partnerschaft oder die Finanzen oder diese Ausbildung, es passiert etwas, wo wir diese innere Ruhe verspüren und unserem Gefühl sagt, ja, das bringt Glück.
Und wenn unserem Gefühl das auch sagt, dann genau das, wo das auch eintrifft, weil genau in dieser Situation werden wir Glück erleben. Also wichtig ist, auf den Gefühlen achten. Welche Lernaufgabe haben wir, unsere Chancen, Möglichkeiten zu nutzen? Das ist ein gewisses Risiko. Natürlich kann das bedeuten, wir sollen etwas riskieren. Kann das aber auch umgekehrt sein, dass wir kein Risiko eingehen sollen? Was ist die richtige Entscheidung? Unserem Gefühl sagt das ganz genau. Sollen wir in ein Risiko eingehen und daran liegt das Glück, weil das lernen wir zurzeit? Oder sagen, oh nee, das ist zu riskant, ich warte lieber, was passiert in den kommenden Tagen und ich lasse das alles geschehen. Und das würde ich eher vermitteln, weil alle anderen Karten zeigen in diese Richtung. Mit welchen Veränderungen können wir rechnen in die Tagen? Wo liegt das Glück? Den Alltag bietet dieses Glück an. Wir wissen noch nicht, was kommt, aber wir sollen die Chancenmöglichkeiten, was die Tage bietet, das mal wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und sofort zusagen. Entweder eine Verabredung oder ein Termin. Hier geht es um Kontakte, Verabredungen oder einen bestimmten Termin. Welche Wünsche haben wir? Haben wir Glück, diesen Wunsch zu leben? Ja, die Einladung ist da. Wir dürfen träumen, Wünsche haben und wir haben auch dieses Glück, wenn wir dabei dieses Gefühl haben und wir sind offen dafür, dann kommt das auch zum Erfüllung. Die Glück ist da. Wenn wir davon Angst haben, wenn wir daran zweifeln, dann natürlich kommt es nicht in Bewegung. Was gibt uns Kraft? Die Liebe gibt uns Kraft. In erster Linie handelt sich bei diesen Karten Liebe, Glück in die Liebe. Und diese glückliche Verabredung, das, was uns Kraft gibt. Diese Karte können wir auch mit einem Vertrag verbinden. Ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, ein Kaufvertrag. Und es ist von beiden Seiten sehr gut, harmonisch. Also beide Seiten profitieren davon. Aber in erster Linie bedeutet diese Karte Liebe, weil da sind die Liebenden. Und das war die Jupiter-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.